Meine Nachbarin Juanita hat recht. Ich sollte sparen. Nur so kann ich den Lebensstil führen, den ich auch verdient habe. Was sollte ich auch sonst tun? Arbeiten? Nein. Juanita ist einfach perfekt. Sie ist mein Ein und Alles, mein Corazon. Die Salsa zu meinem Nacho. Ich muss sie beeindrucken und zum Abendessen in meine Wohnung einladen. Buenos dias, Juanita. Na, ja. Bist du öfter hier? Ich wohne hier. Ich bin deine Nachbarin. Ich habe dir letztes Mal gesagt, du sollst sparen. Ich bin's, Juanita. Ich erinnere mich an dich, Juanita. Keine Sorge. Und ich habe mich auch schon an deine Tipps gehalten und führe jetzt einen sparenden Lifestyle. Aus Dankbarkeit würde ich dich gerne zu mir zu einem kleinen Sparmenü heute Abend einladen. Du hast die Wahl zwischen Käsetoast ohne Ketchup oder Spaghetti ohne Tomatensauce. Das ist... Dann nehme ich die Spaghetti. Sehr gut. Okay, wann darf ich kommen? Wenn die Sonne den Horizont küsst, sollen wir uns treffen. Aha. Um 6. Okay. Adios! Okay, das passt. Neu, ich suche jetzt meine Tomatensauce. Die ist wahrscheinlich mal easy. Okay. Ich habe die Tomatensauce vergessen. Oh nein, was mache ich jetzt? So kann ich Juanita niemals beeindrucken, aber ich habe fast keine Zeit mehr. Ich habe die Lösung. Wenn ich kontaktlos mit NFC bezahle, spare ich massig Zeit. Okay, jetzt aber los. Yes, im Supermarkt ging es super schnell. Danke, NFC. Ich höre so laut und so oft Salsa-Musik, wie ich möchte. Oh, Juanita, ich dachte, es wäre wieder die Polizei. Hallo. Hallo. Ich habe dir eine Kerze mitgebracht. Danke für die Einladung. Dankeschön. Zum Glück wurde mir nie von einer Richterin angeordnet, dass ich nicht mit Feuer hantieren darf, aber trotzdem werde ich diese Kerze für einen besonderen Anlass aufheben. Komm herein. Hallo, Hund. Hallo. Miguel, ich habe gute Nachrichten für dich. Und zwar habe ich heute einen Blick auf dein Konto geworfen und du kannst dir jetzt endlich ein neues Sofa leisten. Juanita, das freut mich sehr, denn morgen kommt meine Mutter zu Besuch und du weißt ja, wie das mit Müttern ist. Miguel, geh mal wieder zum Friseur. Miguel, warum hast du kein Sofa? Miguel, hast du etwas mit dem mysteriösen Verschwinden deines bösen Zwillingsbruders zu tun? Typisch Mütter. Morgen muss einfach alles perfekt sein.